Auf jeden Fall, ja, Chopper will jetzt zu Nekomamushi, das heißt, den sehen wir jetzt auch endlich mal. Also in der Der ist jetzt Gegenwart. auch Nachtzeit. Ja. Und ja, Ja. wir erfahren, dass es Minks gibt, die halt unter beiden Herzögen dienen. Zum Beispiel Wanda und Cabot. Ja. Wo ich mir die ganze Zeit dachte, die dienen während des Tages und Nachts und sind halt in beiden Königreichen willkommen. Wann schlafen die? Gar nicht. Das funktioniert so nicht. Keine Ahnung, wie soll ich dir das denn beantworten? Ja, Weißt du auch nicht. das war ja keine. Das war ja so eine rhetorische Frage, weißt du? Die meisten Minks müssen halt 12 Stunden schlafen und die scheinen irgendwie nie zu schlafen. Finde das auch voll Keine geil. Ahnung. Wo Wanda sagt, ja, ich komme mit, ja, ich muss den sowieso sagen, dass Inuarashi in Sicherheit ist, auch wenn jetzt als unbenötigte Informationen abstempeln werden. Das ist so geil. Ja, Inuarashi lebt. Ja und? Das ist jetzt relevant, weil. Ja. Ich finde das voll geil, weißt du, wie Für sie die sich einfach nicht. Sicherheit. Ich finde das voll geil, wie sie sich einfach nicht leiden können. Ja. Am wenigsten wäre das nicht sowas wie, ja, Inuarashi ist am Leben. Ach, schade. Hast der auch noch durchgeschafft? Ja, ist halt ein mieser Motherfucker. Auf jeden Fall, ne? Strohbande mit Wanda und Carrot auf dem Weg zu Nekomamushi. Zoro ist immer noch bei der Gruppe, ich habe extra nachgeguckt. Echt? Ja. Es stimmt, da hinten sitzt er, habe ich gar nicht drauf geachtet, so groß. Also er redet ja auch kurz doch, also. Naja. Aber jetzt fängt das Kapitel an, übel interessant zu werden. Also kurz vor Ende. So kurz zu Ende. Ja, von wegen, dass Sanji und und Caesar noch nicht aus der Story verschwunden sind. Ja. Und Mugen hat erklärt, dass halt die wenigsten Minks die Wahrheit wissen. Und ich finde das voll geil. Von wegen, ja, Sanji ist möglicherweise nicht mehr in der Lage, zu uns zurückzukehren. Und wie Ruffy voll ausrastet. Ja, er hat halt in seinem Brief geschrieben, er kommt zurück. Ich finde halt bei der Szene auch voll witzig, weißt du, Ruffy bot rum. Er hat geschrieben in seinem Brief, dass er zurückkommt und dann sagt er, ja, deswegen will ich mit euch reden. Und weil er so dann Mittel gibt, einfach mal gar keinen Fick drauf. Aber guck mal, was oder wie Brook das auch gesagt hat, hier von wegen, it may very well be that Sanji's son is no longer able to return to us. Wieso sollte das eventuell gut sein? Very well. Keine Ahnung, check ich nicht. Oder habe Es ich da die Übersetzung kann gut einfach sein. verkackt? Also es kann gut sein, dass er nicht zu uns Alles zurück. klar, cut, cut, cut. Also er sagt ja jetzt nicht, dass es nicht gut Oh, ist. da habe ich, oh, da habe ich, ja, Englisch 4. Und wo ich mir auch nur dachte, von wegen, ja, nicht mehr zurückkehren, ne? Ja. Hat ja bei Nami und Robin auch so gut funktioniert. Also ich weiß nicht, wo es halt ist, aber davor ist. Die sollten, keine Ahnung, seesteinversteckte Mauern aufbauen. Ich habe den Alarmpack und Indies Lobby danach gesehen. Das will man nicht mitmachen. Ja, ohne Spaß, wenn Sandy jetzt sagt, ja, ich komme nicht mehr wieder, dann macht er alles platt da. Ruffy rastet dann richtig aus. Der macht da richtig die Action denn. Ah, ist halt freaking. Ja, Frankie hat Fucking mich damit Strawhead. ge ja, hat mich damit gecatcht, muss ich sagen. Finde ich halt mega geil. Auf jeden Fall wird halt nochmal erklärt, dass halt so normalerweise so eine Phantominsel ist, die man halt nicht finden kann mit einem Logport. Aber dass sie halt einen Ja. Fehler gemacht haben, denn auf Big Moms Schiff ist halt auch ein Mink und zwar Peckham's. Richtig. Und damit wurde zwar, also es wurde jetzt halt bestätigt, dass er ein Mink ist, obwohl das mir ehrlich gesagt vorher schon klar war, als ich die ersten Minks gesehen habe. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Habe ich nicht drüber nachgedacht. War irgendwie für mich aus dem Gedächtnis raus. Auch irgendwie, als die Rückblende kam, von wegen, wie die halt da vom Big Moms Schiff entkommen sind, habe ich voll nicht dran gedacht. Aber wie gesagt, das bestätigt auch quasi, dass die Minks anscheinend eine Möglichkeit haben, immer zu ihrem Heimatland zurückzukehren. Weil Beppo ist ja auch Beppo ja auch. ohne Hilfe dahin gekommen.
Und Jetzt geht halt die richtige Action ab, ne? ich bezweifle, dass sie das irgendwie mit Vivre Cards machen. Also die haben da irgendwie irgendwas anderes können die da machen. Da fällt mir auch ein, ist mir vorher voll entgangen, dass Pedro gesagt hat, dass das Gas durch die Magie der Ströte entzogen wurde. Das heißt, die haben keine Ahnung, was Teufelskräfte sind. Naja. Erstmal Bug nicht in Frage stellen. Was denn? Erstmal, ja, Bug hat ja eine Teufelskraft gegessen und kann Ach deswegen so. noch als Skelett weiterleben. Erstmal nicht in Frage stellen. Ja, das ist Magie. Ja. Hatten wir doch, hast du gerade gesagt. Ja, super. Ja, der lebt noch. Ja. Seems legit. Seems legit. Confirmed. Magic confirmed. Magic confirmed. Auf jeden Fall sagt der Peckums noch zu Big Mom, von wegen, zwei von uns sollten genug sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, Tamagos mit am Start. habe ich auch zuerst gedacht, aber könnte auch sein, dass das Mitglied, das mitkommt, der Grund ist, warum Sunny nicht mehr da ist. Ja gut. Ja geil. Was auch damit bestätigt wurde und auch ein paar Theorien wegkillt, das Buch sagt, das Schiff ist vor 2 Tagen aufgetaucht. Das heißt, egal was Sunny jetzt mit Big Mom gemacht hat, ist kein Grund für sein Kopfgeld. Das stimmt. Das wird ja auch irgendwie mal hinterfragt von wegen, ja, Only Alive und 100 Millionen Barrel Kopfgeld mehr wegen irgendwas mit Big Mom zum Beispiel, ist er jetzt gestorben, weil das Kopfgeld 2 kam ja vor Tage, einer ja. Woche. Richtig. Also wie gesagt, also Tamago hätte ich mir auch vorstellen können, aber das wäre halt, keine Ahnung, voll von Fischwänden geklaut. Ja gut, hast eigentlich auch recht. Vielleicht ist das ja aber auch so ein Mink, oder nicht? Kann ja auch sein. Oder dass da nicht Na, nur einer rumläuft. Aber das wäre auch schon wieder langweilig, muss ich sagen. aber er sagt ja halt, zwei von uns sollten genug sein und er sagt dann ja, so ist mein Heimatland und nicht irgendwie unser Heimatland. Das stimmt. Meine Vermutung, weil die Theorie gibt es ja schon seit Ewigkeiten, dass möglicherweise Lola dabei ist. Boah, das wäre so awesome, ey. Weil, wie gesagt, es wird ja schon seit Ewigkeiten spekuliert, dass Lola halt Big Moms Tochter ist. Und das wird halt erklären, warum halt der war weggegangen ist. Das wäre so awesome. Aber wie gesagt, man weiß, ich will jetzt unbedingt wissen, wer der andere ist. Ich glaube, das wird unglaublich viel aufklären. Alter. Ja, wie gesagt, bisschen Brainfuck gerade. Ich fände das so geil. Ich muss sagen, ich fände das so, ich werde das so feiern. Es scheint jetzt auch bestätigt zu sein, dass Caesar nicht mehr da ist wegen Big Mom, weil, ja. Die Ja nehmen den auf gut, jeden Fall mit. ne? Ja. Aber ja, es macht halt ab hier kaum noch Sinn. Also warum sollte Sunny jetzt Caesar retten wollen? Die Minks scheinen ja von Doflamingos Niederlage gehört zu haben. Das heißt, Caesar kann nicht mehr zu Doflamingo zurück. Das heißt, der Handel ist in dem Sinne schon geplatzt. Also dafür ist Caesar nicht mehr zu gebrauchen. Der Handel war geplatzt, als Doflamingo den Boden geküsst hat. Ja, hab ich doch gesagt. Dann habe ich dir gerade irgendwie nicht zugehört. Von wegen, dass sie jetzt wissen, dass Doflamingo besiegt ist, das heißt, Caesar kann ja nicht mehr zu Doflamingo zurückkehren. Das heißt, Caesar könnte denen auch eigentlich jetzt scheißegal sein. Also ich sehe jedenfalls keinen Grund, warum denen Caesar nicht scheißegal sein könnte. Ich habe auch schon irgendwie gehört, von wegen jetzt auch, wie Caesar mittlerweile von denen behandelt wird, dass er möglicherweise ein neues Mitglied der Strohbande wird, aber das glaube ich nicht. Als ob. Als ob. Also Das glaube ich überhaupt nicht. ich habe auch schon irgendwie so Gegenargumente gehört, von wegen, dass Robin und Frankie zwar auch böse waren, oder beziehungsweise verfeindet, Aber nicht aber in diesem Ausmaß. ja genau, irgendwie, also Caesar hat ja auf dreierlei Arten verkackt. Einmal ist er scheinbar immer noch von Herzen böse, weil er sagte, ja geil, die Minks hat's voll weggehauen. Caesars Worte, nicht meine, ja.
Dann hat er ja bei Chopper verkackt wegen den Experimenten an Kindern. Und bei Buffy hat er verkackt, weil er dann seine eigenen Männer angegriffen hat. Und das ist ja für Buffy so ein absolutes No-Go. Ja. Also ich glaube nicht, dass ihn jemand aus der Bande sagt, ja, hier, ne? Warum nicht? Why not? Deswegen denke ich halt, dass dieses zweite Mitglied aus der Big Mom-Bande der Grund ist, warum Sunny nicht mehr da ist. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Vor allem auch irgendwie Theorien von wegen, ja, Sunny hat gesagt, ich komme mit euch mit, dafür lasst ihr meine Bande in Ruhe. Ich glaube nicht, dass sich Big Mom darauf einlassen würde, nachdem was Ruffy zu mir an der Telestrecke gesagt hat. Nee. Ja, verschwendete kann ich die nicht überlassen. Ja, ich würde in den Arsch treten. Also Sanji dann. Nee, darauf geht Big Mom nicht ein, das würde ich auch nicht glauben, das würde ich so nicht unterschreiben. Man hätte auf der gehört hat von wegen, dass Sunny jetzt für sie kochen soll. Ich glaube, dann würde sie vielleicht doch drauf eingehen. Da würde jeder drauf eingehen. Ja, sie weiß ja nicht, wie geil Sunny kochen kann. Ich bin dafür, dass Big Mom erfährt, wie gut Sandy kochen kann. Aber ja, ich denke halt, dass das zweite Mitglied sehr viel Aufschluss geben wird. Boah, ich freue mich schon. Und nächste Woche soll dann wahrscheinlich trotzdem nichts kommen, ne? Ich befürchte nicht, nein. Nee, hä? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Ich weiß jetzt auch nicht, wie was. Also das Kapitel kam mir jetzt halt quasi als Weihnachtsgeschenk. Voll geil. Ich denke mal. Also dadurch, dass es jetzt am, also gestern am Samstag kam, habe ich keine Ahnung mehr, wie das mit dem Rhythmus aussieht. Ja. Was sollte ja eigentlich ausfallen und nächste Woche kommen, aber jetzt kam jetzt eine Woche früher. Also ich sag mal so, ich würde nächste Woche keins erwarten. Sehr schade, wenn es das letzte wäre. Aber ein geiles Kapitel fürs letzte für 2015. Es wird auf jeden Fall das letzte von 2016, 2015 sein. Ja. Ja. Ich bin, ja, für mich ist irgendwie, weiß ich nicht, ich bin ein bisschen zeitlich nicht mehr ganz auf der Höhe. Aber es wird halt passen. Dann wäre Kapitel 812 das Anfang, ne? Also am Anfang von dem Jahr von Sanji. Ja, mega geil. Sanji ist Also auch ein geiler Charakter. dann geht's richtig los. Alles klar, das musste gerade sein. Ich, schwul. Ja, bevor wir hier noch vor explodieren, würde ich sagen, dass wir soweit durch wären. Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Jo. Mal. Jo.